Das war wieder etwas, was ein Ereignis wie den Fußball dann doch zweitrangig macht. Und wir sind alle sehr betroffen. Zunächst mal natürlich davon, dass jemand verstorben ist. Und da darf ich also im Namen aller Borussen der Familie das herzliche Beileid ausdrücken und ihr sagen, wie sehr wir traurig sind mit diesen Mitgliedern und der anderen Familie, die in ihrem Bangen, dass ein Familienmitglied das überlebt. Es geht ein neu, weil sie doch ein Fan von Borussia ist. Oh, ich finde es voll ein Respekt von Mainz, dass die auch mitgemacht haben, dass sie nichts mehr gesungen haben und das eingestellt haben. Ich fand es auch bemerkenswert von den Fans, wie sie das dann gemacht haben in der 88. Minute mit You Never Walk Alone. Für den Fan, mit, wo alle Fans aufgestanden sind, den Schal hochgehalten haben, mitgesungen haben. Das war echt, war eine gute Aktion. Wie schnell da ein Stadion reagiert hat und wie die Fans auch in der Lage waren, andere Fans zu überzeugen, was jetzt hier der richtige Weg ist, was der richtige Respekt ist, was der richtige Ausdruck von Menschlichkeit ist, das war schon beeindruckend. War natürlich schon ergreifend. Und weil es auch nicht der typische Fangesang ist, den man sonst so mitbekommt, sondern einfach ganz gedämpft auch so ein bisschen, ja, ich habe es spaßhalber gesagt, wobei es natürlich nicht lustig ist, so ein bisschen eine Trauerfeier-Flair hat dann schon geherrscht auch, muss man sagen. Respekt auch der Umgang mit einem solchen Umstand wie ein Tod. Das ist nicht einfach, da die richtigen Worte, da die richtigen Maßnahmen und die richtigen Handlungen in den Vordergrund zu rücken, das ist unsagbar schön geschehen von den Fans und da kann ich denen auch nur ein Kompliment allerhöchsten Maßes aussprechen.